Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem High Security Park. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, beim letzten Mal haben wir ja leider nicht ganz so viel geschafft, wie ich gerne geschafft hätte. Wir haben aber schon mal den nächsten Bereich hier angefangen. Und ich finde den Anfang und das, was wir beim letzten Mal gebaut haben, eigentlich ganz gut. Ich hatte nur am Ende der letzten Folge Probleme mit dieser Stelle hier. Die hat mir nicht so ganz gefallen. Und ihr habt mir einige Tipps und Ratschläge auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, wie ich das denn hier am besten gestalten könnte. Und dabei habt ihr mich an einen sehr, sehr wichtigen Aspekt erinnert, den ich komplett außen vor gelassen habe und vergessen habe, nämlich den Aspekt Strom. Ich habe absolut nicht daran gedacht, dass wir ja in so einem High Security Park eigentlich auch Strommasten verlegen sollten und Umspannwerke bauen sollten und natürlich auch ein Kraftwerk irgendwo unterbringen sollten. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für so einen High Security Park, weil das gehört einfach dazu, weil High Security verbindet man ja auch so ein bisschen mit Strom. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir das noch im Nachhinein machen werden. Ja, wir müssen dann natürlich noch Stromleitung und Strommasten und sowas verlegen. Das ist gar nicht mal so einfach, glaube ich, das vernünftig zu gestalten. Vielleicht können wir hier zum Beispiel die Schräge hier nutzen. Ich mache das jetzt einfach nur mal so beispielshalber, weil ich mal will mal sehen, wie das aussieht. Ja, das würde eigentlich klar gehen. Okay, hier geht das auch mit den Masten. Wenn man das dann vernünftig und gerade und sowas gestaltet, dann könnte das eigentlich ganz gut klappen. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das im Nachhinein dann noch gestalten. Aber wir werden auf jeden Fall noch Strom hier unterbringen in unserem Park. Finde ich nämlich sehr, sehr wichtig. Aber kommen wir jetzt erstmal zu der Stelle hier. Viele von euch haben geschrieben, ich könnte hier ein Umspannwerk zum Beispiel hinmachen. Oder halt irgendwelche anderen Gebäude oder sowas. Aber ich glaube, ich bin mit dem Bunker schon relativ zufrieden, weil ich finde, das hat dann so ein bisschen das gleiche Design wie hier. Hier sind diese zwei Dinosauriergehege und direkt daneben ist der Schutzbunker. Und das wäre dann hier eigentlich auch der Fall. Nur finde ich das mit dem Zaun hier halt nicht so schön. Das müssten wir halt anders lösen. Aber ich glaube, ich weiß da schon. Vielleicht eine Lösung. Müssen wir mal eben was gucken. Mal eben schauen, dass ich das Stück hier oder den Zaun hier an dieser Stelle nochmal ein Stück weiterziehe. Genau so. So und so. Dann haben wir es ungefähr gleichmäßig wie auf der anderen Seite. Sieht dann wie ein schöner Eingang aus. Und dann könnten wir eigentlich einfach nur so machen. Dann sieht das nämlich schon ein bisschen besser aus, finde ich. Dann haben wir hier so einen kleinen Grasrand, hier einen kleinen Grasrand. Den können wir, glaube ich, auch mit Wegen zum Beispiel nicht mehr ausschmücken, weil der Schutzbunker leider sehr, sehr doof ist, was ja, Wege anbauen angeht. Ihr seht ja, oh, hier kann ich sogar bauen. Aber man hat immer so eine kleine Lücke drin, ne? Also viel besser geht leider nicht. Dann hat man immer so einen kleinen, ja, blöden Grasstreifen, den möchte ich halt nicht haben. Deswegen würde ich sagen, lassen wir an dieser Stelle Gras. Ich werde den Bunker aber nochmal so ein bisschen mittiger platzieren, aber dann finde ich das eigentlich schon relativ in Ordnung hier, die Stelle. Das passt hier allgemein nicht so gut, ne? Sehe ich gerade. Machen das mal am besten von hier aus. Ja, der Weg ist hier irgendwie schon nicht so passend, ne? Dass wir den Bunker gerade machen könnten. Okay, könnten wir das denn jetzt hier im Nachhinein noch verbessern? Das ist jetzt die Frage. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ah ne, jetzt ist natürlich wieder rot. Uff, ja, das ist natürlich jetzt schwierig, ob wir das dann gerade zu dem Zaun hier hinten hinkriegen oder ob wir es einfach so an den Rand platzieren. Aber im Prinzip können wir es dann einfach auch so ein bisschen schräg machen. Wollen wir dann einfach so Abstand lassen oder machen wir das dann noch? Ne, eigentlich passt das so. Machen wir einfach so. Ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Ja genau, welche Stelle mir auch noch nicht so gut gefällt, ist hier vorne diese Stelle irgendwie. Also dieser Übergang hier. Weil wenn man das so gestaltet, könnte man hier auch einen Durchgang machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, ich werde hier eher noch so ein bisschen Weg entfernen. Und dann die Mauer oder sowas dann noch etwas breiter gestalten. Ich glaube, ich baue hier einfach ja, das Stück bis hier vorne noch aus. Und dann mache ich wirklich so eine kleine Doppelwand dahin. Und auf die andere Seite, da haben wir dann noch so ein bisschen Platz. Da müssen wir dann mal schauen, was wir machen. Möglichst kurz. Und dann haben wir so eine Doppelwand. Ich habe das hier vorne auch nochmal vom Winkel ein bisschen gerade gemacht. Hier den Weg so quasi ein bisschen angepasst. Ja, vielleicht können wir den Schutzbunker gleich echt nochmal ein bisschen besser platzieren, weil das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Ich weiß nicht warum, aber es sieht halt nicht so mittig aus. Aber das mache ich gleich. Das brauchen wir ja nicht in der Aufnahme haben, weil das wird lange, lange dauern. Und das ist ja keine besondere Sache an sich. Ja, vielleicht können wir hier noch einen kleinen Schutz, also nicht Schutzbunker, so ein Umspannwerk unterbringen. Das wäre ja auch nicht verkehrt.
Könnte man ja überlegen, ob man das ja, so parallel zum Weg macht, aber ein Stückchen weg und dann nochmal vielleicht umzäunt oder so. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da wird dann ja auch später noch ein Strommast von abführen. Und das sollte ja auch passen. Vielleicht können wir hier so ein. Oh, hier ist natürlich doof mit den Einrastpunkten, ne? Das habe ich gar nicht bedacht. Wenn ich jetzt hier was drumherum bauen will. Ja, das ist natürlich jetzt ziemlich kritisch. Wie würde das denn überhaupt aussehen? Gucken wir mal. Sieht an sich nicht schlecht aus, ne? Wenn wir das so machen. Vielleicht können wir das Umspannwerk noch ein Stückchen näher ran machen. Sollte ja eigentlich auch funktionieren. So. Ich bin echt froh, dass ihr mich daran erinnert habt, Strom zu verwenden. Weil je später ich darauf gekommen wäre, desto schwieriger wäre es geworden, das im Nachhinein vernünftig dann einzubinden. Ich denke mal, ich mache hier wirklich nur diesen kleinen Sound drumherum. Natürlich mit Strom. Ich hoffe, jetzt geht das. Ja, jetzt sieht es gut aus. Ich mache hier einfach viereckig dann. Was sind denn hier so doofe Einrastpunkte? Kommt noch von dem Zaun, glaube ich, ne? Hier geht's. Wie nah kann man denn hier rangehen an das Umspannwerk? Das ist jetzt die Frage. Ich habe natürlich sehr, sehr selten erst mit Stromelementen gearbeitet, weil ja, im Sandbox ist das natürlich meist einfach ausgeschaltet. Ist ja so das Einfachste. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, das kann man machen. Wenn dann später hier noch vernünftig die Stromleitung lang geführt wird, dann sieht das ganz gut aus. Ich werde mich jetzt nochmal kurz um den Bunker hier kümmern und dann schauen wir mal. Ich denke mal, ich mache das einfach so. Das ist, glaube ich, die einfachste Lösung. Ist hier nicht ganz perfekt, aber irgendwas ist hier auch bei den Winkeln schiefgelaufen. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe, aber eigentlich sieht es jetzt schon ganz ordentlich aus. Da bin ich schon zufrieden mit. Wir müssen natürlich jetzt hier den Weg noch weiterführen. Der soll ja hier auf der Seite auch noch kommen. Versuch mal hier einen guten Einrastpunkt zu bekommen. Ja, das sieht doch gut aus. Klappt das hier schon? Ja, perfekt. Seht ihr mal, wenn man einmal einen guten Einrastpunkt hat, dann geht das auch. Machen wir mal erstmal den Weg so ein bisschen breiter hier. Wir müssen natürlich hier noch irgendwo einen Turm unterbringen. Wir müssen auch überlegen. Das fällt mir gerade mal ein. Uff, wo machen wir denn den Turm am besten hin? Also entweder machen wir den noch. Eigentlich wäre schon gut, wenn der hier irgendwo oben ist, ne? Ich habe jetzt die Wegfläche erstmal so gemacht, also ausgefüllt und sowas. Und ich finde, dass dieses Gehege hier, glaube ich, noch ein bisschen nach vorne gesetzt werden muss, dass wir hinterher auch nochmal den Weg langführen können. Das würde, glaube ich, besser aussehen. Das mache ich jetzt, glaube ich, mal eben. Dass wir sozusagen das Gehege noch ein kleines Stück nach vorne verlegen. So sieht das Ganze jetzt aus. Habe das Gehege jetzt nochmal ein bisschen nach vorne gelegt. Jetzt haben wir hier hinterher nochmal gleichmäßigen Weg langlaufen. Finde ich ein bisschen schöner so. Ich gucke eigentlich meistens immer von oben, wie ich es finde, weil ja, ich finde irgendwie von oben die Ansicht mit fast am wichtigsten, wie es da aussieht. Weil wenn es von oben gut aussieht, sieht es meistens auch von unten gut aus, weil ja, von oben sieht man halt die Symmetrie und das Ganze so ein bisschen am besten. Ja, ich will mir jetzt natürlich überlegen, wie ich hier so einen Weg nach oben bauen könnte. Es wäre vielleicht machbar, wenn wir hier hinten diese Schräge noch so ein bisschen weiterführen. Ist hier auch ein Einrastpunkt für die Schräge? Ist die überhaupt in einem guten Winkel, ist die Frage. Wo habe ich denn den Winkel hierher? Das frage ich mich gerade. Ist das ein vorgegebener Winkel? Okay, es gibt halt wirklich Winkel, die hier einrasten. Ich hätte eigentlich gerne genau diesen Winkel. Ich glaube, das ist der von diesem Zaun hier. Den finde ich eigentlich ganz gut, aber der war jetzt ein bisschen zu weit. Könnten wir vielleicht so gehen. Na, das verbinde ich hier nochmal eben. Aber das kriege ich jetzt gerade hin. So, okay. Und dann könnte man überlegen, ja, wir könnten eigentlich so einen Einerweg da durchführen. Das wird schon fast reichen. Dann könnten wir halt wirklich so im rechten Winkel das machen. Könnten noch so machen? Nee, ich glaube, ich mache wirklich so im rechten Winkel und dann hier einfach den Weg hoch. Sieht jetzt ja alles ein bisschen schief aus, aber es liegt einfach daran, dass der Boden hier sehr uneben ist, wie ihr seht. Also das ist eigentlich so der einzige Reason. Hier hinten ist, können wir das auch noch ein bisschen anders gestalten später, aber es geht mir jetzt erstmal um den Grundweg. Ich wähle jetzt hier erstmal kurz die Fläche aus. Vielleicht können wir es hier hinten noch so ein bisschen eckiger oder so machen, dass das schöner aussieht. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Erstmal schaue ich jetzt mit dem Zaun, wie wir den weiterführen würden. Den würden wir dann quasi hier hinführen und hier hinführen.
und dann wieder hier hinten. Natürlich haben wir jetzt hier wieder keinen Einrasspunkt. Ich glaube, ich mache es mal eben ordentlich. Können wir eben so machen. Und dann haben wir nämlich wenigstens den Einrasspunkt. Den hätte ich nämlich gerne. Damit das auch vom Winkel her später gerade ist. Das wäre dann der Eingang. Ich werde nur so einen einerbreiten Eingang machen, glaube ich. Das reicht hier an der Stelle. Ja, mit Höhenunterschieden, das macht es richtig schwierig. Auch später das Überglätten hier, dass das gut aussieht. Ihr seht ja, hier ist noch mega schief und sowas. Das muss ich dann später noch einigermaßen schön gestalten, weil die Tools bei Jurassic World Evolution, gerade was Glätten und Höhenunterschiede und so angeht, sind natürlich ja nicht so prickelnd, das muss man einfach sagen. Ja, hier könnte man auch dann einfach so einen Eingang machen. Ich mache das mal hier einfach nach Augenmaß. Ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Es muss ja nicht alles komplett perfekt sein. Hauptsache, das sieht später gut aus. Hier den Platz könnten wir halt wirklich nochmal vielleicht für irgendwas nutzen. Vielleicht nochmal für so ein Umspannwerk oder so. Dass wir hier nochmal den Wegverlauf so ein bisschen interessanter gestalten. Was mir natürlich jetzt hier noch wichtig wäre, ist, dass wir später hier nicht ganz so einen steilen Übergang haben. Also das ist ja eigentlich der Sinn von dieser ganzen Fläche, dass wir hier nach hinten gehen, weil können wir hier an dieser Stelle so ein bisschen überglätten und dann geht es ja ein bisschen besser über. Ja, hier ist es natürlich auch alles eine Katastrophe, aber das werde ich, denke ich mal, lösen. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Das hier gefällt mir noch nicht so, aber da können wir später vielleicht dann einfach die Mauer noch ein Stückchen weiterführen, so als Doppelmauer oder so. Ich weiß ja nicht, was hier geplant ist. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Dass es dann irgendwie so ein bisschen besser aussieht. Ja gut, hier oben muss natürlich noch der Turm hin. Das können wir, den können wir eigentlich schon platzieren. Nicht, dass wir da später Probleme kriegen. Ich würde fast sagen, dass wir den... Das wäre cool, wenn das mit der Mauer hier mit dem Winkel passen würde, aber es tut es leider nicht. Ist auch nicht weiter schlimm. Ich mach den mal so nah ran an die Ecke hier, wie es geht. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg von der Mauer. So. Und dann sollte der eigentlich ohne Probleme alles überwachen können. Genau, hier hinten können wir dann nochmal schauen, wie wir das regeln. Ja, ich würde sagen, ich warte mal, bis das fertig ist. Glätte hier nochmal so ein bisschen über und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hab das jetzt soweit übergeglättet und den Turm können wir jetzt gleich nochmal platzieren. Hab's jetzt so gelöst. Ja, ihr seht schon, hier hinten habe ich auch schon so ein bisschen übergeglättet. Da in der Ecke noch nicht, da hinten. Aber ist jetzt hier relativ glatt und hier geht es dann einfach so sanft schräg hoch und in den Eingang hier. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Lösung. Es ist bei Jurassic World Evolution wirklich schlimm, dass man keinen rückgängig oder sowas machen kann. Das heißt, immer wenn man einen Fehler macht, dann muss man so viel korrigieren wieder. Das ist echt anstrengend. Man kann eigentlich immer nur speichern und dann... Das ist eigentlich so der einfachste Weg, rückgängig zu machen. Ich werde das Ganze jetzt nicht ganz so nah an der Mauer platzieren, weil ich einfach Angst habe, dass durch die Platzierung hier nochmal was kaputt geht sonst. Aber es muss ja auch nicht immer alles ganz perfekt dran stehen. Kann ja immer so ein bisschen Abstand haben, ist ja auch nicht verkehrt. Ist die Frage, mache ich das? Ja, das passt eigentlich. Aber ich platziere den mal so. Okay, es ist soweit nichts passiert hier. Also alles noch beim Alten geblieben, so soll es sein. Hier können dann gleich die Dinos rein. Ich glaube, hier mache ich nochmal so ein kleines Umspannwerk rein. Oder hin. Habe ich das hier gemacht? Auch so schräg. Ich glaube, da mache ich es gleich im gleichen Winkel so. Aber ich mache es von dieser Schräge her abhängig. Da darf ich auch nicht zu weit vorgehen, weil ich sonst wieder die Schräge kaputt mache. Ich hoffe, das geht so weit. Ja, das sieht gut aus. Boah, die sind aber auch schnell fertig, diese Dinger, ne? Nicht schlecht. Auch hier umzäune ich das Ganze nochmal mit so einem Mini-Zaun. Das werde ich, denke ich, mal immer machen. Bei allen Umspannwerken. Ich werde auch nochmal die größeren Umspannwerke benutzen. Bin allgemein gespannt auf das Stromnetz später, wie ich das gestalten werde. Das wird nämlich optisch nochmal sehr viel verändern, wenn wir später die ganzen Stromkabel und so verlegen. Aber ich freue mich darauf. Ist halt eine Herausforderung. Okay, sehr schön. Das sieht doch super aus. Okay, damit sieht der Bereich doch schon sehr gut aus. Hier können wir später sogar vielleicht noch ein paar Bäume oder sowas machen. Könnten wir auch eigentlich jetzt schon machen. Vielleicht, dass wir hier nochmal... Ah, nicht zu nah an dem Stromumspannwerk. Das möchte ich nicht. Also ist das schon mal gar nicht schlecht. Sieht doch schon gut aus. Und hiervon sollte man eigentlich... Genau, die beiden Gehege gut im Auge haben. Ja, Problem wird hier auch gleich nochmal sein, Wasser rein zu platzieren wieder, weil hier vorne hatten wir auch ordentlich Probleme.
Aber ja, passt schon erstmal. Denke ich mal erstmal ganz okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Eingänge hier in unserem Bereich. Das ist doch super. Ich brüte mal ganz kurz einen Ankylosaurus aus und einen... Hier, Ankylosaurus, da haben wir ihn. Ich glaube, wir hätten komplett unmodifiziert, ne? Auch was Skins angeht. Das werde ich, glaube ich, auch so beibehalten. So, Ankylosaurus und Diplodocus müsste das sein, ne? Genau. Hier haben wir auch keine Mods drin. Hätte ich eigentlich auch schon sehen können. Das hätte hier oben gestanden, modifiziert. Da brüten wir die beiden mal aus. Und die können wir dann gleich in die Gehege hier freilassen. Ich hoffe jetzt echt, dass es ausreicht. Das ist nicht ganz perfekt von der Glättung und sowas her, aber das geht halt einfach nicht, weil das hier leider keine Wasserhöhe ist. Aber unsere Dinosaurier sind fertig. Die lassen wir jetzt frei. Zumindest der Ankylosaurus. Das heißt, wir haben in dieser Folge zumindest endlich wieder den nächsten Dinosaurier freigelassen. Ich muss echt sagen, dass das Ganze alles viel, viel länger dauert, als ich eigentlich gedacht hätte. Weil dieses ganze Wege platzieren und dann noch mit den Höhenunterschieden, damit habe ich mir wirklich alles sehr erschwert. Auch ein toller Dinosaurier, ne? Leider keine coole Animation in dem Spiel, wenn er rauskommt. Aber cooler Dino, mag ich sehr gerne. Auch einer meiner Lieblinge. Den, ach komm, den betäuben wir mal eben selber. Ihr wisst ja, das mache ich immer super gerne. Bin ja der beste Schütze auf der Welt. Vielleicht erstmal voll daneben schießen. Ich fände es übrigens bei den Dinosauriern ja echt noch cool, wenn man die wirklich in Weichteile sozusagen treffen müsste. Zum Beispiel Beine oder sowas. Wenn das nicht zählen würde, wenn ich ihn oben am Panzer treffe. Das finde ich irgendwie cool. Würde das Ganze halt noch schwieriger machen bei solchen Dinos. Weil da musst du halt wirklich in die Beine oder sowas treffen oder in den Kopf, damit das den Anki betäubt. Oh, das haben die leider nicht eingebaut. So, der Anki, der kommt in sein Gehege hier. Also das mit dem Wasserbereich ist halt wirklich ziemlich doof, dass man die nicht so künstlich anlegen kann. In Viereckform, das hätte ich halt am liebsten. Aber geht nicht anders. Wie, jetzt sagt mir nicht, er geht hier nicht rein. Was soll das denn? Hallo? Ja, Leute, ich konnte gerade den Ankylosaurus endlich reinplatzieren. Ich habe das Gehege nochmal so ein bisschen vergrößert und sowas, wie ihr seht. Ich habe dann nochmal überlegt, ob ich hier so eine kleine Ecke oder so ins Gehege mache. Geht leider nicht. Und natürlich haben wir jetzt das Problem, der Ankylosaurus kann aus dieser Pfütze leider nicht trinken. Das heißt, ich darf das Gehege jetzt nochmal umbauen. Ich muss mal schauen, dass ich das irgendwie in Gange kriege. Ist halt alles immer ein bisschen kompliziert mit diesen Wassergegen, wollte ich schon sagen, mit diesen kleinen Wasserbereichen und sowas. Aber ich denke mal, ich kriege das hin und und das werde ich aber alles so rausschneiden, denke ich, weil das ist eine sehr anstrengende Arbeit, die ich euch natürlich nicht antun möchte. Aber wir lassen jetzt mal eben unseren Diplodocus frei, bei dem habe ich nicht so große Sorgen, weil einfach das Gehege so ein bisschen größer ist. Also ich denke mal, da wird das alles ein bisschen glatter laufen. Wir müssen die natürlich auch gleich noch benennen, die Dinos. Also da braucht ihr keine Namen oder so in die Kommentare schreiben. Wir haben da ja schon so ein Namensmuster für die Dinosaurier. So, da ist er. Der Anki ist auch wieder hier gelandet. Der soll sich nämlich jetzt erstmal satt trinken. Wir wollen ja nicht, dass er stirbt. Und ja, ich würde sagen, wir betäuben jetzt den hier. Bringen den in sein Gehege, weil der sollte keine Probleme machen. Und ich werde jetzt nochmal gucken, dass ich dieses Gehege so ein bisschen anpasse, dass das auch für den Ankylosaurus ausreicht zum Überleben. Ein nicht artgerechtes Gehege zu bauen ist echt schwieriger als gedacht. Ich hoffe, das klappt jetzt. Aber die beiden Dinos haben jetzt hier teilweise wirklich schon fast mehr Wasser als Nahrung oder als Boden, als normales Gras in dem Gehege. Also eigentlich sollten sie jetzt trinken können. Wie ihr seht, habe ich hier auch die Form von dem Gehege nochmal so ein bisschen angepasst. Dieser Bereich hat mich jetzt wirklich schon wieder mega, mega lange gedauert, weil einfach die Tiere so wählerisch sind und einfach, weil der Platz nicht ausreicht. Ich konnte auch den Anki nicht platzieren mit dem Helikopter in dem Gehege. Ich muss das Gehege nochmal vergrößern, dann den Anki platzieren und dann nochmal das Gehege wieder verkleinern, als er dann rübergelaufen ist. Also total anstrengend. Ich hoffe, die beiden können jetzt auf jeden Fall fressen und trinken. Dann bin ich soweit glücklich und ja, die können zumindest überleben. Ich habe sie natürlich auch umbenannt in Testobjekt 003 und Testobjekt 004. Aber damit sollten wir eigentlich erstmal
diesen Bereich abgeschlossen haben. Ich bin heilfroh, weil der Bereich hat mich jetzt echt ein bisschen Nerven gekostet. Aber wir widmen uns jetzt hier dem nächsten Bereich, nämlich diesem hier. Hier werden wir unseren nächsten Hybriden unterbringen. Und ich werde, glaube ich, erstmal dieses eine coole Gebäude machen, was ich schon öfter in Ausschau hatte. Hier nämlich das Sicherheitszentrum. Das finde ich richtig, richtig cool. Ich würde überlegen, fast das einfach hier hinzumachen. Ich finde, das sieht so ein bisschen so aus. Ja, das ist halt so ein richtiger Hangar, so eine Garage, ne? Ist mega cool. Ja, das kann man leider nicht so nah dran platzieren. Seht ihr das? Da hat man leider immer so eine kleine Grünfläche. Aber das finde ich gar nicht... Wir könnten es eigentlich einfach hier hin platzieren. Finde ich gar nicht so verkehrt. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir jetzt hier noch ein relativ großes Gehege hinbekommen. Also ich glaube, viele Gebäude werden wir hier gar nicht machen können. Ja, wir können schon quasi nur noch so machen und der Rest wird dann Gehege. Also ich glaube, viel mehr wird hier gar nicht Platz finden, weil der Ankylodokus, der es später ja werden soll hier in diesem Gehege, der braucht natürlich auch eine Menge Platz. Ist ja ein großer Sauropode. Ich denke mal, ich werde hier einfach das Gehege ohne so ein Entwicklungslabor machen, weil es einfach viel zu viel Platz wegnimmt. Ich muss jetzt auf jeden Fall bedenken, dass ich noch einen Doppelzaun drum mache. Das heißt, ich muss hier ein bisschen mehr Abstand auf jeden Fall lassen. Also hier kommt ja sozusagen noch eine Schicht Zaun drum. Und ich möchte ja auch noch später Wege lang führen. Ja, der Platz ist natürlich sehr, sehr klein. Für so einen großen Dinosaurier. Aber ja, kann man jetzt nicht ändern. Ich werde hier, glaube ich, maximal bis hierhin gehen. Oh, das habe ich hier schon wieder ganz, ganz doof gemacht. Ich muss natürlich jetzt auch gucken, dass hier die Stützpfeiler in der Mitte sind, damit es später gut aussieht. So ungefähr. Dann entferne ich das. Dann habe ich sozusagen schon mal die Grundseite fertig von meinem Gehege. Jetzt gehen wir mal ein Stück in diese Richtung. Machen wir mal so. Und hier in dieser Richtung könnten wir auch noch ein Stück in diese Richtung gehen. Aber nicht ganz so viel. Ich glaube, ich mache so. Und dann hätte ich gerne diesen Winkel. Wenn wir das hinkriegen, müssen wir jetzt auch nochmal eben eine Hilfslinie ziehen. So, jetzt haben wir nämlich den Winkel raus. Das ist ganz gut. Dann können wir jetzt ungefähr so ziehen. Ganz genau kann man es leider nicht machen. So passt es aber schon. Ja, das ist perfekt. Ah nein, jetzt habe ich das... Ah, es ist kein rückgängig gibt, ist echt nervig, ne? Jetzt habe ich aus Versehen einen Teil zu viel entfernt. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal neu machen. So, jetzt haben wir es aber. Ist halt, ja, immer ziemlich, ziemlich doof, dass man dann immer alles neu machen darf. Schon sehr, sehr nervig. Jetzt hätte ich gerne hier diesen Winkel. Den muss ich mir dann auch mal eben mit einer Hilfslinie zaubern. So, ich glaube, ich hätte den ungefähr so gerne. Ich mache mir alles kaputt. Das ist auch schon spät wieder. Ich nehme wieder sehr, sehr spät auf. Liegt aber einfach daran, dass ich momentan super viel arbeite. Dadurch immer erst meist spät nachts aufnehmen kann. Dann bin ich auch immer schon so ein bisschen müde. Und dann passieren mir viele Fehler. Aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ich denke doch, ne? So, okay. Jetzt könnten wir quasi so zurückgehen. Dann kriegen wir auch keine Kollidierung mit dem Berg später. Das Gehege wird halt wirklich, wirklich klein werden. Ich mache nochmal hier so ein Stück. Ich muss halt immer gucken, dass die Stützpfeiler wirklich gut in der Mitte sind. Das ist halt später wichtig. Ich weiß, das sind alles so Kleinigkeiten. Aber ja, ich habe mir jetzt schon so viel Mühe in diesem Park gegeben. Und darauf geachtet, dass alles möglichst gerade und gut aussieht. Dann will ich das jetzt auch beibehalten, logischerweise. Aber hier soll natürlich auch der Winkel stimmen. Dass hier immer die Einrastpunkte verloren gehen von diesen geraden Winkeln und so, ist schon ein bisschen nervig. Muss man einfach sagen. Ah! Meine Güte. Liegt aber auch nicht daran, dass ich mich doof anstelle oder so. Das Spiel macht es halt auch schwierig, ne? So. Ja, ich weiß, das dauert jetzt hier wieder alles sehr, sehr lange, Leute. Vielleicht schneide ich auch einen Teil für euch raus. Aber ich denke mal, so ein Gehegebau ist natürlich auch für euch sehr interessant. Deswegen will ich das eigentlich
ungern rausschneiden und sowas. Aber eigentlich können wir jetzt quasi hier schon zurückgehen. Dann haben wir hier eine... Ja, passt natürlich wieder nicht ganz genau. Eine etwas andere Gehegeform, die ich gar nicht so schlecht finde. Ah, hier passt es halt wirklich wieder nicht genau. Müssen wir jetzt nochmal den Strich länger ziehen. Jetzt aber ungefähr gerade. Perfekt geht's nicht, weil die Einrasspunkte leider immer verloren gehen. Aber jetzt haben wir unsere Gehegeform fertig. Das war jetzt aber auch ein Akt. Ist leider nicht so groß, wie ich es gern gehabt hätte. Aber ist schon in Ordnung. Hier finde ich halt auch nicht so geil die Ecke, aber ja, bleibt jetzt nicht anders aus. Wir haben halt leider in diesem Park nicht so viel Platz. Aber wir machen das Beste daraus. So, hier eine Ecke rein. Ich weiß gar nicht, wie man das hier machen muss mit einem Doppelzaun. Muss man da wirklich so machen? Eine gute Frage, ne? Auch hier passt es ja schon nicht. Es wird mit dem Doppelzaun super, super schwierig hier. An so steilen Ecken. Das habe ich hier vorne auch nie gemacht, ne? Okay, das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich so ein bisschen nach... Hey! Und diese Einrasspunkte, ne? Die machen einen wirklich wahnsinnig. Ein bisschen nach Augenmaß gehen, würde ich jetzt sagen. So, das letzte Stück machen wir jetzt nochmal eben gemeinsam. Wir müssen nämlich auch noch ein Tor natürlich einbauen. Das habe ich nicht vergessen. Normalerweise vergesse ich das ja immer ganz gerne. Ja, ihr seht schon, an manchen Stellen ist es nicht ganz perfekt, aber das ist dann jetzt auch nicht ganz so wild. Denke mal, das passt schon. Ich glaube, das Tor mache ich hier ungefähr an diese Stelle, weil wir noch relativ viel Platz, um da reinzukommen und ja, aber es passt schon, ne? Es sieht schon einigermaßen gut aus mit dem Doppelzaun hier. Da bin ich zufrieden mit. Ist ein gutes Ergebnis. Ist gar nicht mal so einfach bei so einem unförmigen Gehege. Aber die Gehegeform gefällt mir eigentlich. Wir werden dann später hier noch viel Wegfläche machen. Das werden wir aber nicht mehr in der heutigen Folge machen. Weil ich bin einfach jetzt schon sehr müde, muss ich sagen. Und wir machen jetzt noch das Tor. Und dann soll das eigentlich reichen, denke ich. Dann machen wir mal so. Hier ein Tor rein. Und noch ein Tor rein, ungefähr auf die gleiche Höhe. Man könnte das auch alles perfekt gerade machen und so. Aber es würde halt alles ewig dauern. Es ist halt leider einfach so. Ich glaube, so ein bisschen nach Augenmaß einfach zu arbeiten, ist schon in Ordnung. Es muss ja nicht alles mega perfekt sein zu 100%. Dafür gibt das Spiel einfach zu wenig Hilfestellung, finde ich. Dass man das machen könnte. Ihr seht ja, was das hier immer für ein Akt ist teilweise. Wenn man es gerne hätte. So hätte ich es gerne. Und ja, auch nochmal das gleiche Prozedere. Das hier gerade einrastet. Genau so. Und jetzt können wir eigentlich nochmal die Schräglinie ziehen. So, das sieht doch schön aus. So ein cooles Tor. Genau. Und hier wird dann später auch nochmal ein Weg hinführen, so wie hier. Das können wir eigentlich nochmal eben machen. So, der Weg, der wird dann... Ja, hier wird es tatsächlich ziemlich schwierig mit dem Weg werden. Weil wir hier sehr nah am Rand sind, wo es auch steil runter geht. Also wir können hier auf jeden Fall nur einen Einerweg machen. Und hier steht definitiv fest. Ja, irgendwie so wird dann der Weg später dahin führen. Vielleicht auch geschwungen oder so. Aber ich würde sagen, das überlege ich mir alles in der nächsten Folge. Also wir werden in der nächsten Folge das Ganze hier nochmal so ein bisschen auskleiden und dann natürlich unseren Ankylodokus endlich freilassen. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben in dieser Folge tatsächlich schon wieder nicht so viel geschafft, wie ich mir vorgenommen hatte. Aber das Ganze frisst einfach mehr Zeit, als man immer sich so denkt. Gerade mit diesem Höhenunterschied und so. Da muss ich dann immer sehr, sehr viel korrigieren noch. Aber ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn es lange dauert. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Immerhin haben wir in dieser Folge mal wieder neue Dinosaurier freigelassen. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.